Meine Damen und Herren, der Bundespräsident und Frau Schardt. Thank you.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, sehr geehrter Herr Wulff, sehr geehrte Damen und Herren Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren Ministerpräsidenten, Exzellenzen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder des Parlaments, liebe Festgäste. Herzlich willkommen in der Elbphilharmonie im Herzen der Musikstadt Hamburg. Die ersten musikalischen Töne in diesem grandiosen Saal stammten aus der Ouvertüre zu den Geschöpfen des Prometheus von Ludwig van Beethoven. Welch kluge Wahl, lieber Thomas Hengelbrock, welch passende Allegorie. Schließlich war es der Titan Prometheus, der den Menschen das Feuer und technisches Wissen brachte. Dieser Akt der Rebellion gegen die Götter steht in der griechischen Mythologie am Anfang unserer humanen Fähigkeit zur Zivilisation. Heute eröffnen wir gemeinsam ein Haus, das ohne diese Fähigkeit gar nicht denkbar wäre. Es geht technisch und architektonisch an die Grenzen des Machbaren. Aber es zeigt dadurch eben auch eindringlich, was wir schaffen können. Das Feuer des Prometheus brennt. Doch alle Zivilisation ist nicht vollständig, wenn sie nicht in Kultur mündet. Kultur hält eine zivilisierte Gesellschaft im innersten Kern zusammen. Und es ist insbesondere die Musik, die in der Lage ist, kulturelle und sprachliche Barrieren zu überwinden und universelle Gemeinsamkeit entstehen zu lassen. Kaum etwas brauchen wir mehr in unseren Zeiten. Es sagt etwas sehr Positives über unser Land aus, dass hier und heute die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Spitzen Deutschlands mit vielen internationalen Gästen zusammenkommen, um ein Konzerthaus zu eröffnen. Der 11. Januar 2017 ist nicht nur für die Musik- und Kulturstadt Hamburg ein historisches Datum, auch die gesamte Kulturnation Deutschland präsentiert sich zu diesem Anlass in herausragender Weise. Hamburg setzt mit der Elbphilharmonie ein unübersehbares Zeichen für die große Bedeutung, die Kunst und Kultur in einer freien Gesellschaft zukommt. Und wir markieren den Weg in unsere eigene Zukunft. Wenn hier auf einer Elbinsel zwischen Welterbe Speicherstadt und Welthafen ein so markantes Gebäude entsteht und mit Kultur zum Leben erweckt wird, dann soll das in der Tat auch sagen: Die Schöne, sie ist erwacht. Meine Damen und Herren, die Vorgeschichte dieses Hauses war bis zu seiner Eröffnung lang und bewegt. Deutlich länger und bewegter, als wir uns das alle gewünscht haben. Rückblickend wird sie vor allem eine sehr lehrreiche Episode gewesen sein, wenn wir sie mit dem Zukunftsversprechen vergleichen, das die Elbphilharmonie formuliert und das sie nun einlösen wird. Im Mittelpunkt der kommenden Monate und Jahre stehen nun endlich nicht mehr Geschichten über den Bau und seine Fertigstellung. Ab heute freuen wir uns uneingeschränkt und ausschließlich auf die vielen Musikerinnen und Musiker, die diesen Ort mit Leben füllen werden. Viele haben daran mitgewirkt, diesen Moment zu ermöglichen. Ganz besonders denken wir heute an unsere im Oktober verstorbene Kultursenatorin Barbara Kisseler, die sich so sehr für die Fertigstellung der Elbphilharmonie eingesetzt und immer leidenschaftlich für die Kultur gekämpft hat. Wir danken außerdem all denen, die den Mut gehabt haben, dieses kühne Projekt zu denken und zu formen. Den Architekten von Herzog und Demeron, die die Idee und der Idee ein Bild gegeben haben. Dem Akustiker Yasuhisa Toyota, der den einzigartigen Klang dieses Raums geformt hat. Den Ingenieuren und Handwerkern, ohne die die Vision nie Realität geworden wäre. Und den vielen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt, die diese Idee von Beginn an unterstützt und getragen haben. Die Herzen der Stadt und ihrer Besucher hat die Elfi, wie sie schon genannt wird, bereits im Sturm erobert. Seit Anfang November waren über 500.000 Besucherinnen und Besucher auf der Plaza. Die Konzerte des Eröffnungshalbjahres sind restlos ausverkauft. An der Verlosung von 1.000 Karten für die beiden Eröffnungskonzerte haben über 220.000 Interessierte teilgenommen.
Neugierde und Staunen sind ungebrochen. Der Bau der Elbphilharmonie ist deshalb auch eine Einladung an die Welt, nach Hamburg zu kommen, dieses außergewöhnliche Haus zu besuchen und die Kraft der Musik zu erleben. Ganz offensichtlich wird diese Einladung angenommen. Meine Damen und Herren, heute findet die Elbphilharmonie, die immer als offenes Haus für alle Bürgerinnen und Bürger, als Haus, das alle Schülerinnen und Schüler einmal besuchen sollen, als Wahrzeichen und als eines der besten Konzerthäuser der Welt geplant war, ihre Vollendung. Gleichermaßen schön und markant steht sie mitten in der Stadt, weithin sichtbar, die Silhouette prägend, eine Sinfonie aus Stein und Glas. Fest gegründet auf dem alten Kaispeicher A erhebt sich in schwebender Ästhetik der Neubau. Dabei bauen wir mit dem alten Kaispeicher als Sockel des neuen Konzerthauses nicht nur wörtlich auf alten Fundamenten auf, sondern sind uns auch ganz generell der großen und besonderen Musiktradition unserer Stadt bewusst. Sinnbildlich kommen in diesem Haus Tradition und Moderne, Kaufmannsgeist und Kreativität, Kraft und Kultur zusammen. Ihr Wechselspiel prägt unsere stolze und freie Stadt seit Jahrhunderten und wird auch unseren weiteren Weg bestimmen. Heute können wir sagen, es ist vollbracht, der große Wurf gelungen. Mit dem ersten Konzert im großen Saal beginnt das Herz der Elbphilharmonie zu schlagen, kraftvoll und dauerhaft. Auf dem Fundament unserer Kultur gestalten wir die Zukunft unserer Zivilisation. Die Welt wird hierher sehen und immer wieder hören, was heute diesen Saal erfüllt. Freude. Vielen Dank. Schönes Schlusswort, Freude. Da muss ich, bevor ich zu meinem Text gehe, mein norddeutsches Mitgefühl an Sie richten, lieber Olaf Scholz. Also ich habe ja so viel gelesen von den Sorgenkindern von Hamburg, HSV und Pauli. Und jetzt ist Elfi aufgewacht. Freu dich, Hamburg. Jetzt aber richtig. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Bundestagspräsident, Frau Bundeskanzlerin, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Exzellenzen, Herr Bundespräsident Wulff, verehrte Vertreter des Bundes und der Länder, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Musik. Wie schön, heute hier bei Ihnen zu sein, hier in Hamburg. Die Bürger dieser Stadt, aber auch viele Menschen in ganz Deutschland, sie haben lange auf diesen Moment gewartet. Und jetzt, wo er endlich da ist, ach, da sind wir erst einmal überwältigt. So ging mir das jedenfalls, als ich nur hier hereingekommen bin. Was für ein Raum, der diese Musik, die wir hier hören werden, so eindrucksvoll in die Mitte rückt. Und dann dieser wunderbare Klang hier in einem Amphitheater der Tonkunst. Ich freue mich wirklich, dieses Haus, die Elbphilharmonie, gemeinsam mit Ihnen eröffnen zu können. Felix Mendelssohn Bartholdy, der große Sohn dieser Stadt, dessen Ouvertüre Ruy Blas wir gleich noch hören werden. Er war 12 Jahre alt, als er das erste Mal zu Goethe nach Weimar reiste. Tief beeindruckt von der Begegnung, schrieb er einen Brief nach Hause, um seiner Familie Bericht zu erstatten. Er begann mit den Worten: Jetzt hört alle zu. Es ist dieser Satz, den heute Abend auch die Elbphilharmonie den Hamburgerinnen und Hamburgern zuzurufen scheint. Stolz und feierlich, aufgekratzt und charmant, gebieterisch und verlockend zugleich. So, als wollte sie nach all den Jahren des Bauens endlich zeigen, was in ihr steckt. Jetzt hört alle zu. Denn wir eröffnen heute Abend ja ein Haus, das schon eine lange Geschichte hat. Die Elbphilharmonie, sie galt als Traum und als Albtraum, als Weltstar und als Witz, als Blamage und als Wunder.
Was ist über dieses Haus schon alles gesagt und geschrieben worden? Was wurde schon alles hineingedeutet in den roten Backsteinsockel und den darüber schwebenden Glaskristall? Dieses Haus hat starke, auch ambivalente Gefühle ausgelöst, bevor überhaupt der erste Ton erklingen konnte. Und trotzdem, die Elbphilharmonie hat sich ihre Anziehungskraft bewahrt und vergrößert sie mit jedem Tag. Sie lebt auch vom Zauber der Gegensätze, von der ästhetischen Spannung, aus der immer wieder Neues hervorgehen kann. Hafen und Stadt, Berg und Meer, Tradition und Moderne, Kunst und Kommerz. All diese Kontraste leben in ihr und mit ihr. Es ist ein einzigartiges Haus, dieses Haus im Fluss, das nun entdeckt und mit Leben gefüllt werden will. Meine Damen und Herren, der Bürgermeister hat gerade ausgeführt, was die Elbphilharmonie für seine Stadt bedeutet. Und der Architekt, er wird uns gleich in die Geheimnisse seines Bauwerks einweihen. Mir geht es darum, Ihnen kurz zu schildern, was ich mit diesem Haus verbinde, als Bürger dieses Landes und als Bundespräsident. Die Elbphilharmonie, sie steht für mich zunächst einmal für bürgerschaftliches Engagement. Denn dass es dieses Haus gibt, das haben wir einer privaten Idee und einer privaten Initiative zu verdanken. Wir haben es auch Hunderten von Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die den Bau und den Spielbetrieb mit ihren Spenden unterstützt haben. Einige von ihnen kenne ich sehe sie vor mir. Viele von Ihnen kenne ich nicht und ich fühle mich Ihnen in gleicher Weise verbunden. Ich freue mich so sehr über dieses Engagement, denn es bringt doch eine Haltung zum Ausdruck, die in der Freien und Hansestadt Hamburg eine lange Tradition hat und im Humanismus der Aufklärung wurzelt. Es ist dieser Bürgersinn, den wir heute so dringend brauchen wie je, wenn wir Zukunft gemeinsam gestalten wollen. In dieser Stadt, in unserem Land und im vereinten Europa. Es ist wichtig, dass dieser Bürgersinn auch so etwas wie Feiertage hat. Und der heutige Tag ist so einer. Er mag uns daran erinnern, dass nicht nur so ein gewaltiges, schönes Werk zur Freude der Menschen aus der Mitte der Bürgerschaft heraus erwachsen ist, sondern es kann uns gleichzeitig ermahnen, dass in diesem Land, überall, Menschen aktiv sind mit Zeit, Geld und Engagement, die ein Netzwerk der Guten und Verlässlichen schaffen. Diese Menschen machen unser Land schön. Und deshalb feiern wir Sie, meine Damen und Herren, die Sie hier Ideen gehabt hat, gespendet haben, mitgebaut haben und das Ganze mitgetragen haben. Danke. Meine Damen und Herren, die Elbphilharmonie ist für mich auch ein Bau, der unserer offenen Gesellschaft entspricht. Ihre Architektur führt Unterschiedliches zusammen, ohne es irgendwie gleich machen zu wollen. Dafür steht die Plaza als Ort der Begegnung, die für alle zugänglich ist. Dafür steht aber auch dieser Saal, in dem niemand zurückgesetzt wird und dessen weiße Haut aus lauter Unikaten zusammengefügt ist. Hier rücken wir näher zusammen, fühlen uns geborgen in der Gemeinschaft, ohne uns in der Masse zu verlieren. Hier erleben wir ein Miteinander, ohne unsere Individualität aufgeben zu müssen. So erfahren wir alle zusammen und jeder für sich allein die verbindende Kraft der Musik. Meine Damen und Herren, die Elbphilharmonie als ein Haus für alle, das ist ein großes Versprechen, an das sich auch viele Erwartungen knüpfen. Es ist nun an Ihnen hier in Hamburg, diese Herausforderung anzunehmen und die guten Ideen in die Tat umzusetzen. Wir wissen, das Publikum in den deutschen Konzertsälen ist meist gebildet, gut situiert und oft schon ein wenig älter. Es repräsentiert somit nur einen kleinen Teil unserer deutschen Gesellschaft.
Um mehr Vielfalt in die Seele zu holen, muss es deshalb gelingen, auch Menschen zu erreichen, die bislang nicht in Konzerte gehen. Und es muss gelingen, junge Menschen für klassische Musik zu begeistern. Das ist ein Gebot der Gerechtigkeit, nebenbei jedenfalls, weil neue Konzertsäle ja nicht nur dadurch entstanden sind, dass es Sponsoren und großherzige Mäzene gibt, sondern da gibt es auch noch die öffentliche Hand mit dem Steuerzahler. Und da ist auch einiges verbaut worden, wie hier in Hamburg ja jeder weiß. Und so könnte man das als ein Gebot der Zukunft ansehen, den Wert der klassischen Musik auch dadurch zu bewahren, dass wir neue Menschengruppen, neue Teile der Bevölkerung einladen, hier heimisch zu werden. Da wollen wir sehen, ob das klappt, liebe Hamburger. Die Elbphilharmonie kann dazu nun einen Beitrag leisten. Ihre Popularität und ihre Anziehungskraft sind eine große Chance, mehr Menschen für klassische Musik zu gewinnen. Sie in Hamburg haben das natürlich längst erkannt, das weiß ich, und Sie haben auch schon viel auf den Weg gebracht. Ich denke nur an das beeindruckende Konzertprogramm und an die vielen Angebote zur Vermittlung von Musik. Es ist Ihnen schon jetzt gelungen, die Musikszene der Stadt zu beleben und zu bereichern. Ich möchte Sie ermuntern, behalten Sie bitte Ihren Schwung, nutzen Sie die Möglichkeiten, die dieses Haus Ihnen bietet, dann kann aus der Elbphilharmonie werden, was viele Hamburger sich wünschen, das Wahrzeichen einer weltoffenen, vielfältigen Metropole und ein Juwel der Kulturnation Deutschland. Was wir aus der Baugeschichte der Elbphilharmonie lernen können, ist dies: manchmal muss man sehr wohl ein Wagnis eingehen und auch Widerstände überwinden, um einer guten Idee zur Wirklichkeit zu verhelfen. Baukunst entsteht eben mitunter auch anders als geplant. Und visionäre Projekte bergen eben auch etwas Unberechenbares. Das heißt allerdings nicht, dass man darüber ein großartiges Ergebnis über diesem großartigen Ergebnis Fehler und Versäumnisse bei der Planung und während des Baus nun gänzlich vergessen darf. Das wollen wir jedenfalls nicht. Wir wollen wenigstens, dass unsere Beamten sich das merken. Gerade wer den Mut hat, Neues, Unerprobtes zu schaffen, muss sich, wenn Steuergeld im Spiel ist, rechtzeitig Gedanken machen, wie Risiken einzuhegen sind. Und, meine Damen und Herren, Sie kennen mich, ich bin kein Freund der Risikoscheu. Aber manche Risiken kann man eben auch kalkulieren. Meine Damen und Herren, jetzt geht's aber weiter mit Freude. Sie haben sich in Hamburg hier etwas zugemutet und Sie haben Großartiges geleistet. Sie haben etwas fertiggebracht und auf das Ergebnis können Sie gemeinsam stolz sein. Ich wünsche Ihnen, dass die Elbphilharmonie ein Ort wird, an dem sich die vielen begegnen, an dem Gegensätze zusammenfinden und Neues entsteht. Ein Ort, an dem die verbindende, inspirierende und beglückende Kraft der Musik für alle spürbar wird, über Grenzen hinweg. Und wir wissen es, manchmal vollbringt sie Wunder. Dieses unglaublich schöne Haus, es ist auch eine Verpflichtung. Machen Sie nun gemeinsam das Beste daraus.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bundespräsident hat soeben so kompetent und gut gesprochen, vor allem auch über Architektur, dass ich eigentlich gar nichts mehr sagen sollte. Immerhin, wir sind heute dankbar all jenen Persönlichkeiten, die vorhin erwähnt wurden, und noch auch vielen anderen, die es möglich machten, dass dieses unwahrscheinliche und gewagte Objekt, in dem wir nun hier sitzen, gebaute Wirklichkeit wurde. Besonders dankbar sind wir, dass dies heute Anlass für Reden gibt, in denen es vor allem darum geht, etwas Freudiges zu feiern. Kein Angriff auf die offene, demokratische Kultur unserer Städte, sondern im Gegenteil ein Zuwachs eben dieser Kultur. Wir dürfen einen neuen Ort eröffnen, der Freude und Vergnügen, vielleicht sogar Erbauung und Schönheit in das Leben von Tausenden von Hamburgerinnen und Hamburgern und von vielen Menschen auch von außerhalb tragen wird. Architektur ist eine Disziplin, die idealerweise durch Inspiration, manchmal aber auch durch Konspiration in kleinsten Kreisen entsteht, wie zum Beispiel hier, als vor 15 Jahren Alexander Gerard und Jana Marco zu uns nach Basel kamen und mit dieser Idee, dass man an dem Ort, wo eine kommerzielle Nutzung geplant war, eigentlich lieber ein Konzerthaus bauen sollte. Also es entsteht manchmal in kleinem Kreis, aber dann muss es von vielen Menschen getragen werden, damit ein Projekt tatsächlich Wirklichkeit werden kann. Es braucht die ganz unterschiedlichen Talente und Neigungen und das Engagement von vielen, um Architektur zu machen. Architektur ist keine Solo-Disziplin und auch nichts, das schnell erledigt wird wie ein Sprint. Es ist eher wie ein Marathon, besonders hier mit diesen 15 Jahren Entstehungsgeschichte. Hier müsste man geradezu von einem Monstermarathon sprechen. Ich habe vorher gesagt, dass Architektur keine Solo-Disziplin ist. Für mich war Architektur von Anbeginn an mit einer Person verbunden. Ich hatte das Lebensglück, seit frühen Kindheitstagen in Basel die vorher erwähnten Shared Talents mit Pierre de Meuron einzuüben und zu leben. Wir bastelten immer gemeinsam an Dingen, kopierten die Welt um uns herum oder erfanden sie neu. Das Bestehende genau anzuschauen und sich davon für die Zukunft zu inspirieren, war wohl das Prinzip. Kinder überlegen sich das ja nicht so genau. Hier, 60 Jahre später, machten wir es aber nicht viel anders. Der Kai-Speicher ist Ausdruck des Bestehenden, der Verbundenheit mit der Geschichte der Stadt und der Verankerung am Boden und ihrer Lage am Wasser. Der gläserne Aufbau umhüllt Musik und Menschen, die hier zusammenkommen werden an diesem neuen Ort. Hamburg öffnet sich nun zur Elbe und zum Meer und die Elbphilharmonie ist damit Ausdruck dieser neuen Orientierung der Stadt in die Zukunft. Ein Kulturbau also, bezahlt vorwiegend mit Steuergeldern, initiiert von Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt, nicht von oben herab, befohlen durch die absolutistische Macht eines Fürsten oder eines Oligarchen. Architektur wurde stets eingesetzt, schon seit Jahrhunderten, um Städten ihr eigenes Gepräge zu geben. Sie alle kennen eine mittelalterliche Kirche, ein barockes Ensemble, eine klassizistische Museumsinsel oder ein modernes Kulturforum. Sie bestimmen das Gesicht und gar die Identität einer Stadt. Die real existierende Stadt kann man deshalb als eine Art petrifizierte Psyche ihrer Bevölkerung verstehen. Architektur muss also für die Menschen gemacht sein, von diesen Menschen gewollt und akzeptiert oder gar geliebt werden, sonst wird sie nie zur Identität eines Orts beitragen können.
Identität entsteht aber nicht bloß durch die physische Hülle der Architektur, sondern vor allem durch das alltägliche Leben, das darin gelebt wird, und zur spezifischen Qualität einer Stadt beiträgt. Wir wissen, dass diese urbane Identität, diese spezifische Kultur, gelebt in unserer demokratischen Freiheit, nicht überall auf der Welt stattfindet und auch nicht überall auf der Welt gleichermaßen angestrebt und verteidigt wird. Um unsere Städte aber auch in Zukunft weiterzuentwickeln im Sinne einer offenen, urbanen und für alle zugänglichen Kultur, braucht es genau solche Projekte wie die Elbphilharmonie. Anspruchsvolle Projekte, die aus der Bürgerschaft heraus entstehen, von bottom-up wie hier und nicht top-down. Dass dies hier gelungen ist und trotz der enormen finanziellen und terminlichen Fehlleistungen nun in weiten Kreisen in der ganzen Welt so positiv wahrgenommen wird, ist vielleicht die wichtigste Botschaft und das, was uns heute mit Glück erfüllt. Danke. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren, heute erleben wir alle zum ersten Mal diesen außergewöhnlichen Saal in seiner eigentlichen Bestimmung. Gefüllt mit Menschen, die gekommen sind, um gemeinsam Musik zu hören und zu spielen. Die Architektur ist einmalig. Man fühlt sich in diesem kunstvoll organischen Raum geborgen und erhoben zugleich. Wer immer hier zum ersten Mal hereinkommt, fühlt sich sofort willkommen, will hier bleiben, will hier verweilen. Dieser große Saal der Elbphilharmonie, den die Musik heute Abend offiziell in Besitz nimmt, hat auch durchaus etwas Archaisches. Der erste Bürgermeister Olaf Scholz sprach eingangs von Prometheus, der den Menschen das Feuer brachte. Dieser Raum klingt in seiner Architektur auch ein bisschen an uralte Zeiten an, da man gemeinsam um das Feuer saß, sich wärmte, sang, einander Geschichten erzählte. Was künftig von der Mitte dieses Saales aus für Wärme und für Konzentration sorgen wird, ist das Feuer der Inspiration, der Musik, der flüchtigsten aller Künste. Der Saal wirkt ungeachtet seiner Größe und seines Fassungsvermögens sehr intim. Publikum und Musiker sind sich sehr nahe. Alle sind dicht dran am Geschehen, hören und sehen sehr gut, was auf dem Podium passiert. Wir sehen aber auch einander, wir nehmen einander wahr. Diese Architektur fördert den Gemeinschaftssinn, nicht nur hier im Saal, auch in den großzügigen und einladenden Foyers. Mit der Elbphilharmonie ist mitten in der Stadt ein wunderbarer Ort der Begegnung entstanden. Ein großer, dabei sehr humaner, das heißt menschengemäßer Raum. Die Elbphilharmonie ist gelebte demokratische Kultur. Gleichzeitig fühlt sich der Saal ein bisschen an wie ein zugleich urtümliches wie futuristisches Schiff, in dem wir uns versammeln für eine Reise zu unterschiedlichen Zielen, zu Fantasie, Emotion, zu Kreativität. Mal führt uns diese Reise zurück zu den eigenen Wurzeln, mal in neues, noch unbekanntes Terrain. So werden Sie auch heute im allerersten Konzert Musik hören, die viele von Ihnen noch gar nicht kennen oder die Sie zumindest nicht bei so einem Anlass erwarten. Zum Raum wird hier die Zeit. Das Zitat aus Richard Wagners Parsifal nahm Thomas Hengelbrock als Motto für das raffiniert zusammengestellte Konzertprogramm, das mehr als 4 Jahrhunderte umspannt und gleichzeitig die Möglichkeiten dieses Saales auslotet. Sie werden heute, wie auch in den nächsten Tagen, jeweils eine Uraufführung erleben. Werke der besten Komponisten unserer Zeit, eigens für die Elbphilharmonie geschrieben. Wolfgang Riem hat für den heutigen Tag ein Werk für Orchester und Tenor über den großen Hamburger Schriftsteller und Orgelbauer Hans Henny Jahn komponiert. Leider kann der Komponist aus gesundheitlichen Gründen bei der heutigen Uraufführung nicht anwesend sein. Wir wünschen ihm auf diesem Wege baldigste Genesung. Einen weiteren Krankheitsfall betrifft eine Gesangssolistin, Camilla Tilling, die ja dankenswerterweise die Sopranpartie von Anja Harteros übernommen hatte, musste nun ihrerseits wegen einer Erkältung kurzfristig absagen.
Wir danken Frau Hanna-Elisabeth Müller, dass sie sich bereit erklärt hat, noch viel kurzfristiger, nämlich heute hier einzutreffen und die Partie zu übernehmen. Ab sofort werden sich in diesem Saal Hamburgs Orchester, allen voran das NDR Elbphilharmonieorchester als Residenzorchester, aber auch das Philharmonische Staatsorchester und gelegentlich die Hamburger Symphoniker der Welt präsentieren. Hier werden die besten Orchester und Künstler aus aller Welt zu Gast sein, spannende Projekte aus Klassik, aber auch Jazz, Pop, Weltmusik zu Konzertreihen und Festivals kombiniert werden. Hier treffen sich viele tausend Kinder und Schüler, die in den KAI-Studios erste musikalische Gehversuche machen, ebenso wie engagierte Amateurmusiker, die sich ein Jahr lang auf den großen Auftritt hier in diesem Saal vorbereiten. Die Elbphilharmonie ist das schönste Schiff, das nie in See stechen wird. Fest verteuert im Hafen und auch jetzt schon fest verteuert im Herzen dieser Stadt. Sie ist gebaut für die Menschen, die hier leben und heißt alle willkommen, die hier zu Gast sind. Die Elbphilharmonie wird das Leben der Menschen ideell reicher machen, kostbarer, und sie wird ihnen Freude schenken. Tag für Tag, Konzert für Konzert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.